Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf Minibrunn. Ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, ein paar Kartoffeln hier rauszuholen. 3600, ja. So. Wie sieht denn mein Lager jetzt aus? Leer. Hier haben wir noch 25.000 Getreide. Mais müssten wir wieder anbauen. Mais müssten wir wieder anbauen. Raps können wir wieder anbauen. Was haben wir denn überhaupt jetzt da draufstehen? Hafer. Und der Hafer ist... Der steht gut in der Suppe. Gut, und hier unten bauen wir jetzt neu an Getreide, würde ich sagen. Oder Mais. Kartoffeln haben wir jetzt alle verkauft. Der Zirkus ist vorbei. Oh, wir haben noch eine LKW-Ladung Stroh. Ja, und guckt euch das an hier. Premium-Kartoffeln und gewaschene Kartoffeln. Gott, und die sollen wir alle wirklich noch zu Premium machen? Guckt euch mal an, das bringt ja vom Preis her gar nichts. So. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die Aussaat. Wenn wir Mais aussäen wollen, brauchen wir... ...diese Maschine. Mais. Gut. Dazu brauchen wir den Düngertank. Hallo, warum lenkst du? Oh. Okay, überredet. Das muss der Case selber machen. Da ist er. Hallo Case. Du wirst... Hallo? So. Du wirst die Kalkmaschine jetzt hier abstellen. Und wirst die Vädersnet holen. So. Alles klar. Hallo? Da. R. Dünger. Voll. Okay. Jetzt fährst du bitte zu Fläche 2. Viel Spaß. Und wir werden uns jetzt mal einen Trecker suchen. Du. Du wirst dir jetzt einen Düngestreuer nehmen. Und mal Feld A düngen.
Alles klar. Warum schaltest du nicht ab? So. Und wir werden jetzt hier meißen. Alles klar. Na dann. Wie, Helfer hat die Arbeit erfolgreich. Oh. Ja, ich weiß, was Sache ist. Also. Ich muss das ganze Ding jetzt auch noch rubbern. So, du fährst jetzt nach Fläche 1. Viel Spaß. Oh, jetzt hat den Unimog weggefahren. Oh, warte, warte, warte. Fläche 1, habe ich gesagt, ist natürlich Blödsinn. Aber das trifft sich gut. Da kann ich den Unimog nämlich nochmal verwenden. So, hier lagen nämlich Eierkartons rum. Eins und Nummer 2. So. Und wenn ich schon mal hier hinten bin. Oh, guckt euch mal an, hier, wie viel Dreck hier liegt. So. Wie sieht's aus? Alles gut. Alles klar. So. Hallo. Danke. Bevor wir jetzt noch mehr Zeit verschwenden mit Autodrive, fahre ich den mal schnell selber rüber. Ah. So. X. So. Und jetzt gib Gas. Okay. Läuft. So. Und jetzt. Der ist voll. Weil er voll ist, brauche ich den Unimog. Weil mit dem Anhänger komme ich da ja nicht ran.
Oder probieren wir es nochmal. Ja, geht ja nicht. Der ist ja auch im. Oh Mann, ey. Alle Traktoren belegt. Ich brauche einen neuen Traktor. Ich brauche einen neuen Traktor. Mal gucken, ob ich mir einen zweiten Unimog leisten kann. Da. Der kostet. Hauptfarbe. Ich will einen schwarz haben. Zwei Rundumleuchten braucht er. Reifenvariante. Große Reifen. Kapazität. Natürlich den großen. Dachaufbauten. Zusatzscheinwerfer. Keine Extras. Würde mich kosten 37.000. Ich habe 39.000. Ja toll, ich habe nichts zum Verkaufen. Pritschenbodenfarbe. 37.000. Ah, könnte ihn ja haben wollen. Felgenfarbe. Verchromt. Da habe ich nur 2.000 Euro. So. So sieht's gut aus. So. Unimog grau-weiß? Nein. Warum gibt es hier kein richtiges Weiß? So will ich den haben. So. Mein Black Beauty. Der kriegt große Reifen. Oh. Welchen Motor hat der drin? 155 PS. Hier. 241 PS, der kostet aber schon 50.000. Okay, Thema erledigt. Thema erledigt. Helfer, dir hat die Arbeit erfolgreich beendet. Du bist Helfer D. Ich hab wieder einen Traktor frei. Juhu. Jetzt kann die Arbeit weitergehen. Und zwar wollte ich gucken, ob ich auch ohne Unimog mit einem Anhänger die Kartoffeln entladen kann. Natürlich nicht. Oh, warte mal, wir haben doch noch den zweiten Anhänger. Der ist flacher. Vielleicht habe ich ja mit dem Glück. Holla, die Waldfee.
Benimm dich. Ja, Mist. Der legt ihn nicht auf. Ich brauche den Unimog. Ja, ohne Unimog ist nicht. Mist. Ich kann meine ganzen Anhänger hier in die Tonne treten, bloß weil ich mir dieses verdammte Premium-Ding da hab andrehen lassen. Okay. Ein schönes Licht, der Unimog. So. Ja. Hast du die Rede jetzt abgekriegt? So, abgeklemmt, genau. So. Quatsch, was hat der jetzt gemacht? So. Und viel Spaß. Und ich kriege den Unimog. Meiner. Oh, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich noch die Meise auf Kurs bringen. Und H. Viel Spaß mit dem Mais. Aha. Endlich läuft das. Okay. So. Jetzt bringen wir den Bauernhof mal richtig auf Kurs hier. Wow, rutscht der. Ah, und guck mal. Hier funktioniert das.
Wunderbar, wenigstens das läuft. Okay. Kartoffelsortieranlage. Premiumkartoffeln, Schweinefutter. Ach so, du kannst noch keine Palette erzeugen, weil die ist noch nicht voll. Gut. Du hast Wasser, aber ich habe keine Kartoffeln mehr. Okay. So. Und wie sieht es bei dir aus? Ah, der lädt nach. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Stallzustand. Also der sollte sich eigentlich wieder verbessert haben. Wir haben ja da gerade sauber gemacht. So. Das Ding hier haben wir auf Kurs gebracht. Das Ding haben wir auf Kurs gebracht. Das läuft. Da würde ich sagen, sind wir gut im Schnitt. Es funktioniert. Wir haben es geschafft. Ja, dann würde ich sagen, unsere Arbeit läuft. Der Bauernhof ist auf einem guten Weg und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.